Der erste Kampf der Cell-Spiele. Son Goku wird sich bestimmt was einfallen lassen. Also dann, auf geht's. Cell veranstaltet ein Turnier, die sogenannten Cell-Spiele, um den ultimativen Kampf erleben zu können. Der erste Herausforderer ist Son Goku. Du kommst also gleich als erstes dran, wie? Ich hatte eigentlich gehofft, mir die spannendste für den Schluss aufzuheben. Zu können. Komm. Das sollten genug Aufwärmübungen sein, oder? Son Goku ist tatsächlich ein guter Kämpfer. Er ist den anderen ein, zwei Schritte voraus. Ja, dieser Kerl ist unvorstellbar stark. Wenn ich nur einen kleinen Fehler mache, bin ich erledigt. やるじゃないか本当に。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。いいぞ孫悟空。ある程度実力が近くなくては面白くない。 Ich fände es schlimm, wenn dieser Kampf mit einem Ring-Out enden würde. Deshalb schließt er diese Regel doch einfach aus. Sie hat für uns keine Bedeutung. Verstehe. Du willst einen uneingeschränkten Kampf. Deine Stärke scheint deutlich nachgelassen zu haben. Ist einer von diesen Senzu-Bohnen Son Goku? Oder in der deutschen Sprachausgabe magische Bohnen? Ich gebe auf! Ich gebe auf! Ich sehe ja, wie stark du bist. Ich gebe auf! Ist dir klar, was das bedeutet, Son Goku? Nun, es ist ja noch nicht so weit, dass kein Kämpfer mehr übrig wäre, oder? Du bist dran, Son Gohan! Was? へ。平和な世の中取り消してやんだ。悪者さんになりてんだろ。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。
Ich beginne zu verstehen, warum mein Vater meinte, nur ich könnte dich fertig machen, Cell. Seit ich ein kleines Kind war, drehte ich vollkommen durch, wenn ich wütend wurde. Und fing dann immer an, mit unglaublicher Kraft zu kämpfen. Und darum mit Papa dabei gedacht haben. Hast du echt gedacht, du könntest mich mit dieser Geschichte verschrecken? Du bist ganz schön dumm. Oh, aber jetzt hake ich dich wirklich ab, egal was ich dafür tun muss, kleiner Mann. Oh, du bist ja so stur. Offensichtlich bringen die Schmerzen allein nichts im Kochen. Also gut, wie wäre es denn dann, wenn wir mit deinen Freunden weitermachen? Nein, nicht! Und das hätten wir auch noch beschlossen. Der erste Kampf Son Gohan explodiert. Cell hat viele Abbilder seiner selbst gezeugt, die Cell Junior. Und diese greifen die ganzen anderen Z-Kämpfer an und Son Gohan muss einfach nur dabei zugucken. Diese Cell Juniors, die Cell erschaffen hat. Ich kann nicht glauben, dass sie in meiner Super Saiyan-Form ebenbürtig sind. Cell erschafft die Cell Juniors und lässt sie die Z-Kämpfe angreifen, um Son Gohans verborgene Kräfte herauszukitzeln. Als er sieht, wie die Z-Kämpfe einer nach dem anderen ausgeschaltet werden, kennt Son Gohans Zorn schließlich keine Grenzen mehr. Son Gohan schafft es, sich in einen zweifachen Super Saiyajin zu verwandeln. Und der hat es in sich, meine Freunde. Damit kommst du nicht mehr durch! Endlich! Deine wahre Form? Jetzt wird die Sache interessant. So, Gohan zeigt keine Gnade, er macht sie gnadenlos fertig. Was hast du denn davon, Cell? Du hast es versaut.
Kiefer gebrochen. Und jetzt. Das ist der letzte Cell Junior. Werde nicht übermütig, Kleiner. Dein winziges Hirn lässt dich also wirklich glauben, du könntest mich besiegen? Ich glaube es nicht. Ich weiß es. Beeindruckend. Jetzt bin ich an der Reihe. Werde Zeuge der unglaublichen Macht der Perfektion. Dich nicht davon kommen lassen. Du hast es geschafft. Du hast mich geschlagen. Aber dieser Kampf ist eine andere Geschichte. Was hältst du von einer kleinen Kamehameha? Wenn du hier ausweist, fliegt die Erde in die Luft. Streng dich an, Blödmann. Es ist aus. Das hier wird langsam langweilig. Das war's für dich. Verdammt! Verdammt! Tja. Das sieht wohl ganz danach aus, als hätte Son Gohan klar gewonnen. Aber war's das mit diesem Kampf? Der Endkampf wird starten. Wird der anders verlaufen? Wird sich irgendwas verändern oder wird das ein langweiliges Geprügel, wie Son Gohan das beschrieben hat? Das werden wir jetzt erfahren.